Ich habe das vor 2 Jahren tatsächlich beantragt. Sieht ja auch nicht nach so viel aus. Dann habe ich mir gedacht, ah, ja, super, alles gut. Jetzt mal im Ernst. Und dann ist ein Jahr überhaupt nichts passiert. So läuft es definitiv nicht. Das heißt, ich konnte nicht laden. Wir sind jetzt hier in Zehlendorf beim Josef. Josef habt ihr schon mal in einigen anderen Videos bei uns kennengelernt. Josef ist der, der die Laternenladestation beantragt hat im Dezember 2018. Und heute gucken wir mal, wie weit die ganze Geschichte gediehen ist. Viel Spaß dabei. Josef, versuch doch mal in kurzen Worten zusammenfassen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, um das Ding hier bei dir vorm Haus an die Laterne zu kriegen. Also in kurzen Worten, das wird nicht funktionieren, weil das ist ja ein ellenlanger Prozess gewesen. Mhm. Ja. Es hat angefangen mit diesem Programm. Also du hast das besser auf dem Schirm. Und ich habe das vor 2 Jahren tatsächlich beantragt. Und dann ist ein Jahr überhaupt nichts passiert. Und ich habe dann eben nachgefragt, ob da was ist und was da ist. Und dann haben die gesagt, ja, das ist beim Bauamt. Und die hätten da keinen Einfluss drauf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, gut. Dann wird es schon seinen Gang haben. Und dann habe ich 3-4 Monate oder sowas habe ich dann gewartet, habe dann nichts gehört, habe dann über deinen Kontakt bei, ich weiß nicht, über den Kontakt bei Allego habe ich. Na, das war der, sagen wir mal ganz offen, ne? Das war der Chef, ne? Schulte. Ja. Herr Schulte war ja. Das der oberste Chef, ja. Ja, genau, Schulte. Genau. Und an den habe ich mich dann gewandt und habe dann gefragt, was denn jetzt passiert, beziehungsweise wie der Stand ist. Und dann haben die gesagt, die können momentan nichts machen, weil das beim Straßenbauamt ist. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, okay, dann frage ich eben beim Straßenbauamt nach. Und dann habe ich beim Straßenbauamt nachgefragt. Ja, die könnten mir nichts sagen, weil da wäre irgendwie eine Unterabteilung zuständig. Und dann habe ich in der Unterabteilung, dann war aber der im Urlaub oder nicht mehr zuständig. Und dann ging das hin und her und hin und her. Und dann habe ich irgendwann mal die Aussage bekommen, dass das wohl irgendwie genehmigt ist oder so, aber die überhaupt keinen Einfluss darauf haben. Naja, okay, dann ging das wieder zurück zu Allego. Mhm. Ja, die Säule wäre in Planung, die wäre auch genehmigt und die haben ein Zeitfenster eingeplant, das war im Juni oder Juli. Im Juni haben sie mir dann gesagt, okay, diesen Jahres, okay, ja, Juni. Dass sie für September eingeplant ist. Ja. Also im Juni haben sie mir gesagt, dass sie für September eingeplant ist. Und dass sie noch auf ein Angebot vom Berliner Licht warten, weil das irgendwie mit der Säule zusammenhängt, okay. Beziehungsweise mit der Laterne zusammenhängt. Also Berliner Licht ist wohl der Betreiber der Laterne. Und dann kriegen sie, und ich weiß nicht genau, wer dann irgendwie was macht oder machen muss. Auf jeden Fall haben sie auf ein Angebot vom Berliner Licht gewartet. Und tatsächlich ist es dann im Ende August, also noch vor September, Ende August ist es dann soweit gewesen, dass die ersten Spatenstiche dann passiert sind. Und der erste Spatenstich war, dass die Ladesäule installiert wurde, also aufgebaut wurde, mechanisch. Angehängt, hardwaremäßig. Drangehängt, ja. Genau. Das war der erste Schritt. Und danach hat es, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen gedauert. Dann kam der zweite Schritt. Der zweite Schritt war, die haben hier alles abgesperrt, dann haben sie hier aufgebuddelt und den Stromanschluss gelegt. Das heißt, das Kabel von hier nach hier. Dann habe ich gefragt, ob und wie sie das anschließen, haben sie gesagt, das können sie gar nicht, das dürfen sie gar nicht. Und da würde dann ein Elektriker speziell kommen und der Elektriker würde das anschließen.
Der ist dann auch gekommen, am gleichen Tag noch, also das war schon überraschend. Mhm. Der hat das dann angeschlossen und der Elektriker hat es angeschlossen und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann wird es relativ schnell jetzt passieren. Aber dann hat es erstmal eine Woche gedauert, dann haben die erstmal die Laterne wieder ans Netz geschaltet. Das heißt also, die Laterne hatte wieder geleuchtet. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, wenn der jetzt die Laterne wieder leuchtet, dann wird ja das Ding auch wieder funktionieren. Aber nein, das hat nochmal 2 Wochen oder sowas gedauert, bis die dann überhaupt diese Ladesäule freigeschaltet haben. Und dann war die Ladesäule freigeschaltet. Ich konnte dann auch laden, also das ging relativ gut, aber das Problem war, dass eben diese ganzen Markierungen und die Beschilderung noch nicht da war. Das heißt, der Platz war immer verstellt. Ich konnte nicht laden, also ich konnte nicht dann laden, wann ich wollte, sondern musste mir dann irgendwie so ein Zeitfenster raussuchen, wenn das Ding irgendwie, wenn der gerade zur Arbeit gefahren ist, dann bin ich dann schnell hingefahren und habe dann mal geladen. Und das hat dann auch nochmal 2 Wochen gedauert und dann ist tatsächlich irgendwie einer gekommen und hat hier so einen grünen Streifen gemalt. Zack. Genau, das sehen wir ja auch noch, ja, die Markierung. So einen grünen Streifen, die Vormarkierung. Und dann haben sie auch das Schild aufgestellt, aber nur mit 2 Feldern, also die unteren beiden Feldern. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ja, super, alles gut. Und jetzt ist es noch, es hat noch mal 2 Tage gedauert oder 3 Tage. Dann haben sie diesen Strich nachgezogen hier. Wunderbar. Und jetzt sehe ich auch, jetzt ist das der Rest vom Schild auch da, nämlich das große P. So. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt ist alles prima am Paletti. Dann bin ich gestern, weil ich das nochmal testen wollte. Ich bin gestern dann nochmal hierher gefahren, wollte dann nochmal laden, habe mich angesteckt. Also nicht jetzt angesteckt, also ja, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ich habe mich nicht angesteckt, sondern ich habe eingesteckt. Okay, also ich wollte laden und dann hieß es Authorization failed. Und das haben wir ja heute... Das haben wir ja heute extrem durchexerziert, also wie schwierig es war, auch diese Ladesäule dann dazu zu bewegen, dass sie hier den Ioniq lädt. Wobei man dann dazu wahrscheinlich sagen muss, dass die Säule wahrscheinlich eben noch nicht so hundertprozentig im ganzen System vermerkt ist und deswegen danken wir natürlich erstmal Allego, dass die das heute am Sonntag hier mal irgendwie freischalten konnten, aber sie funktioniert eben noch nicht so richtig, wie sie funktionieren soll. Was man noch erzählen sollte, das hier ist nicht die einzige Ladestation, die in einem Projekt Bimobil an diese Laternen rangebaut wurde, sondern eine von vielen. Und das hat bei allen so lange gedauert. Wir haben auch einen bei uns auf dem Kanal, den Remo, kennt ihr auch von einigen Videos, guckt einfach mal zum Thema Balkonkraftwerk. Er hat auch 1,5 Jahre gewartet. Das heißt, das ist kein Einzelfall, das ist leider der Standardfall und das dauert einfach viel zu lange. Knapp 2 Jahre hat es jetzt gedauert. Nehmen wir mal an, sie wird jetzt vielleicht dann im Dezember so sein, dass sie dann zuverlässig funktioniert. 2 Jahre hast du jetzt warten müssen, bis das Ding hier vor deiner Haustür aufgebaut ist. Du bist ja hier Wohnungseigentümer, wir haben es ja in dem anderen Video auch schon mal angesprochen. Es ist ja nicht so ganz leicht, da hinten eine Ladestation zu bekommen. Das funktioniert nicht so richtig. Deswegen die Geschichte hier mit der Laternenladestation. Als du die beantragt hast, hast du dir da mal Gedanken gemacht, wie lange das wohl so ungefähr dauern wird? Also hattest du so im Kopf, naja, das wird jetzt vielleicht nicht länger als 3 Monate dauern oder vielleicht ein halbes Jahr. Hast du irgendeine Vorstellung oder eine Hoffnung oder eine Idee gehabt? Naja, das wäre mein Wunsch gewesen, dass es also nicht länger als ein halbes Jahr dauert, weil im Prinzip war es Dezember. Ich meine, Bürokratie, ja, kann ich verstehen und dass es verschiedene Gremien durchlaufen muss oder dass es irgendwie im System, also mehr als ein halbes Jahr hätte ich nicht geschätzt. Ich hätte schon damit gerechnet, dass ich im Sommer dann auch wieder laden kann und das wäre ja auch schön gewesen. Du redest jetzt vom Sommer 2019. Nein, 2019. Ja, du hast ja Ende 2018 beantragt. Ja, okay. Genau. Also du hast gehofft, es dauert nicht länger als ein halbes Jahr. Ehrlich gesagt, wenn man sich das anguckt,
so sieht ja auch nicht nach so viel aus. Und jetzt muss man sich mal überlegen, 2 Jahre hat das jetzt hier gedauert. Es sind unendlich viele einzelne Schritte anscheinend zu machen, bis so eine Ladestation hier irgendwie, wobei nicht mal Tiefbau großartig gemacht werden muss. Und wir sind jetzt Ende 2020. Heute haben wir Mitte November 2020. Und wir haben nun vor ein paar Tagen gehört vom VDA, ja, das geht alles in Deutschland viel zu langsam. Im Moment schaffen wir gerade mal 200, glaube ich, Ladestationen pro Woche. Wir bräuchten eigentlich 2000 pro Woche. Also deutlich mehr als 100 pro Tag. Deutlich mehr als 100 pro Tag. Sind weit davon entfernt und jetzt ruft der VDA nach dem nächsten Ladegipfel. Wenn du das jetzt mal so dir anhörst, 2 Jahre dafür. Das ist der Gipfel. Dann ist das der Gipfel. Das ist der Gipfel, dass es so lange dauert. Also das ist tatsächlich der Gipfel. Weil ich meine, wie soll man das organisatorisch schaffen, ja, dass man dann eben 2000 Ladesäulen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also das, rein von der Vorstellung her, dass eben irgendjemand dann das irgendwie durchstrukturiert oder sowas. Nee, das muss einfach, ich glaube, das müssen Abläufe sein, die Hand in Hand gehen. Ja, wo dann klar ist. Oder es müsste sogar in einer Hand liegen. Eine Beauftragte, was auch immer, Firma, wie auch immer, die das alles zack, 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 zack macht, die Zugriffe hat auf alle Pläne, die Zugriffe hat auf alle Genehmigungsverfahren, die sowas durchzieht und das nicht, keine Ahnung, 20 verschiedene Tiefbauamt, Bürgersteigsamt, Lichtamt, was gibt's noch für Ämter, alles mögliche. Strichziehamt und erst grüner Strichamt, dann weißer Strichamt, dann ein Amt für die Stange, ein Amt für die unteren beiden Schilder, ein Amt für das obere Schild und noch ein Amt, um die Pflastersteine wieder reinzustecken. Und jetzt mal im Ernst, das kann nicht funktionieren. So funktioniert das nicht. Und da können wir noch 100 Gipfel wahrscheinlich organisieren und uns 1000-mal dazu bekennen, dass wir mehr Ladestationen in Deutschland brauchen, aber nicht, wenn das so läuft. So läuft es definitiv nicht. Naja, das wird nicht zum Erfolg führen. Also laufen tut's schon, aber es wird nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Das meinte ich. Also ich denke, dass es einfach notwendig ist, dass man, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn eine Ladesäule beantragt wird, beziehungsweise wenn klar ist, da kommt eine Ladesäule hin, dann müssen verschiedene Signale ausgesendet werden an die einzelnen Stellen. Und dann muss es eben zeitnah bearbeitet werden, damit eben diese Rücksignale, dass es okay ist, dass das dann eben auch zeitnah kommt. Und das muss parallel laufen. Das darf nicht hintereinander laufen. Und eine Sache können wir vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Für alle, die es nicht wissen, bei diesem Programm, um diese Laternenladesäulen zu bekommen, war die Voraussetzung, dass man zuerst das Elektroauto hat. Ja. Das heißt, Josef hat also wirklich, kann man nochmal klar sagen, ist quasi in Vorleistung gegangen, wenn man so will. Und dem Guten, natürlich war dir bewusst, du hast keine Ladestation hier und das ist eine Option. Und du hast es ja jetzt 2 Jahre auch anders gemacht, aber dass es trotzdem so lange dauert und dass man in Vorleistung gehen muss, das funktioniert nicht. Und darüber müssen wir echt nochmal reden. Kann nicht sein, dass Deutschland sich lächerlich macht in der Welt, von einem Gipfel zum nächsten springt und wir hier irgendwie nicht vom Platz kommen und nicht vorwärts kommen. Denn in der Geschwindigkeit, in der jetzt die Elektroautos ausgekippt werden, der ist ja Wahnsinn und das wird ja immer mehr werden. Und in der gleichen Geschwindigkeit müssen auch die Ladestationen entstehen. Aber nicht, indem man 2 Jahre auf eine Laternenladestation einphasig 16 Ampere wartet. Darüber reden wir nochmal. Alles klar. Danke erstmal fürs Zugucken und bis demnächst. Ciao, ciao.